19. Oktober, 9:42 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 1. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Phoenix Wright Ace. Ich kann immer noch nicht den ganzen Namen, es tut mir schrecklich leid, wir machen jetzt weiter. Zurück zur Verhandlung. Mit Will Powers. Mit heute meinen zwei kleinen Klagehelfern. Ich habe beide Kater heute bei mir. Herr Wright. Was ist los, Aras? Willst du raus? Ich habe deine Frisur durcheinander genommen. Versuchst du jetzt gerade meinen Mord zu planen? Ha? Das tut mir schrecklich leid. Ja. Warum sehen Sie so unzufrieden aus? Oh. Ach, nichts. Wirklich, es ist gar nichts. Wirklich nichts. Nicht wahr, Mia? Sie sieht sogar noch unzufriedener aus. Fix. Denn Mandant, ich habe Mama gelesen. Deine Mama. Ist praktisch ein toter Mann. Vielleicht fühle ich mich deshalb so verbunden mit ihm. Wir sollten jetzt keine Witze über Tote machen. Besser nicht. Aber du weißt, dass wir so gut wie nichts in der Hand haben. Aber wenn Herr Powers wirklich unschuldig ist, sollten wir es schaffen, etwas in den Beweisen zu finden, dass ich bisher unentdeckt war. Etwas Unentdecktes? Wir müssen heute etwas finden, Phoenix, auf jeden Fall. Entweder das oder wir verlieren den Prozess. Das wird nicht leicht. Nee, ganz und gar nicht. Das wird's nicht. 19. Oktober, 10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 4. Ich gucke nur immer mal wieder, dass meine beiden Gerichtsvorsteher oder wie ich sie eben genannt habe, ich weiß es schon wieder nicht, sich nicht kloppen. Unbedingt. Klopperei im Gericht brauchen wir nicht noch. Das Gericht verhandelt nun den Prozess gegen Herr Will Powers. Die Anklage ist bereit, Euer Ehren. Die Verteidigung ist bereit, Euer Ehren. Sehr schön. Herr Edworth, Ihre Eröffnungsplädoyer bitte. Das Gericht hat von einer unerwarteten Begebenheit erfahren, dass gestern erfuhren wir, dass sich noch weitere Personen im Studios aufhielten. Heute werde ich beweisen, dass ich nichts mit dem Mord zu tun habe. Sehr schön. Sie dürfen Ihren ersten Zeugen aufrufen, Herr Edward. Oder auch nicht, lassen Sie es. Ich frage mich, ob die Produzentin aussagt. Das frage ich mich auch allerdings. Die Anklage ruft Herr Salmonella in den Zeugenstand. Muss der? Ja, muss. Oder die Regisseur. Hi. Würde der Zeuge bitte seinen Namen und Beruf angeben? Bitte. Wie unverschämt. Super, dass ich das lesen kann. Es hat etwas gedauert, aber ich kann es lesen. Wissen Sie etwa nicht, wer ich bin? Doch, das wissen wir alle, aber trotzdem müssen wir es fürs Protokoll haben. Ich bin der Regisseur, ich drehe den Stil-Samurai. Das letzte lese ich nicht vor. Bitte, sei genauso genervt von ihm wie von der alten. Salmonella, ich bin Regisseur, Fernsehen. Waren Sie am Tag des Mordes bei Global Studios? Ja, Euer Ehren. Na schön. Bitte erzählen Sie dem Gericht, was in diesem Tag geschehen ist. Phoenix, lass uns seine Aussage auseinandernehmen. Wenn Powers unschuldig ist, weißt du, was das bedeutet. Jemand, der an dem Tag im Wohnwagen war, ist der Täter. Genau, ich verschwende keine Zeit, Druck abzubauen. Aufzubauen. Der Tag des Mordes. Ich war an dem Tag seit 9 Uhr bei den Studios. Am Morgen arbeitete ich, bei der Probe einer Action-Szene. Ach, er war dabei. Es dauerte weitaus länger, als ich dachte. Während alle anderen im Probe-Personalbereich zu Mittag aßen, hatte ich ein Meeting im Wohnwagen Studio 2, also aß ich nichts. Das Meeting dauerte bis etwa 16 Uhr. Das hat aber dann lang gedauert. Ich glaube, einer meiner Gerichtsvorsteher möchte raus. Ja, es scheint so. Einen Moment. Während des Meetings nun, da ist bestimmt niemand aufgestanden. Das ist alles. Nicht viel, aber vielleicht kann man damit was machen. Herr Hammers Todeszeitpunkt war 14.30 Uhr und Ihre Aussage zufolge waren Sie zu diesem Zeitpunkt in dem Meeting. Herr Wright, beginnen Sie bitte Ihr Kreuzverhör. Ja, Euer Ehren. Immer gerne doch. Bestimmt ist jemand aufgestanden. Man kann nicht 8 Stunden oder so einhalten. Ich war am Tag des
seit 9 Uhr im Studio. Wir greifen einfach alles an. Kommen Sie immer um diese Zeit zur Arbeit? Oh nein, ich arbeite, was es gerade sein muss. Das ist unser Geschäft. Ja, ich weiß schon überall die Freaks in eurem Geschäft Bescheid. Jedenfalls glauben Sie mir, ich war die ganze Zeit ziemlich beschäftigt. Der Smiley dahinter. Erzählen Sie uns mehr darüber. Am Morgen arbeitete ich, an der Probe einer Exoszene. Im Personalbereich? Genau. Es war eine Kampfszene zwischen dem Stil-Samurai und dem bösen Richter. War sonst noch jemand bei der Probe anwesend? Oh ja, die Wachfrau saß da und sah sich die ganze Sache an. Sie feuerte Hämmer an, der, wenn Sie sich das vorstellen können. Die Lungen dafür hat sie jedenfalls. Ja, auf jeden Fall. Wenn sie alles runterrattern kann. Noch jemand? Nee, nur wir vier. Sicher? Glaube ich kaum. Es dauerte weitaus länger, als ich dachte. Wie viel länger? Warum hat es so lange gedauert? Ich glaube, dass Sie das bereits wissen. Und trotzdem wollen wir es nochmal hören. WP hat sich bei der Probe den Knöchel verstaucht, verstehen Sie? Oh, verstehe. Daher das Winken. Daher das Winken. Ich winke freundlich in den Bildschirm, was? Daher natürlich auch das verpasste Mittagessen. Wollt verhungert am Boden? Gibt's das wirklich, diese Abkürzung? RVAB? Ich kenne mich da nicht so wirklich aus, deswegen frage ich. Wie wäre das denn auf Englisch? Rolling around hungry. Nee, rolling on the floor hungry. Ey, Gerichtsvorsteher, willst du jetzt raus oder willst du nicht raus? Während alle anderen im Personalbereich zu Mittag aßen? Ja, was genau gab es zu Mittag? T-Bone Steak. Die Assistentin hatte welche zubereitet. Im Personalbereich stand ein Teller mit ein paar Knochen drauf. Heißt alle anderen, dass der Zeuge nicht mit aus? Hatte ich ein Meeting im Wohnwagen Studio 2, also aß ich nichts. Sie kam also nicht zum Essen? Richtig. Jedenfalls kein Steak. Können Sie das glauben? Was gab's denn beim Meeting? Da gibt's doch auch meist Essen, oder? Das muss hart gewesen sein. Sehr hart. Für nix. Ja. Kommt dir das nicht seltsam vor? Um ehrlich zu sein, stört mich etwas. Herr Manella, Sie sagen eben jedenfalls kein Steak. Heißt das, Sie aßen etwas anderes? Ja, gute Frage. Ich habe etwas Schokolade in der Tasche, die mir half, mich nicht völlig zu verhungern. Das sättigt dich doch total, ich verstehe. Ist das alles? Ich war so sicher, dass ich etwas auf der Spur war. Das Meeting dauerte bis 16 Uhr an. Worum ging es? Die Geschichte des Stilsamurai und des Bouger. Stellen Sie sich vor, die Sponsoren sagen zu mir, Herr Manella, Ihre Skripte eignen sich nicht für Kinder. Können Sie sich das vorstellen? Ehrlich gesagt, irgendwie schon. Ja. Also hat während des gesamten Meetings niemand den Tisch verlassen. Angeblich ja nicht. Während des Meetings nun, das stimmt, ist bestimmt niemand aufgestanden. Das bezweifle ich. Sie machten keine einzige Pause? Nun, ja, keine einzige. Er schwitzt so, also doch. Ich frage mich, warum er so ins Schwitzen kriegt. Wenn ich nur eine Idee hätte. Weil das sich nicht lohnt? Mehr für ihn? Vielleicht fällt mir ja noch was ein, mit dem ich ihn konfrontieren kann. Phoenix, wenn sein Alibi hält, ist Powers erledigt. Graf ihn so hart an, wie du kannst und finde heraus, wo er gelogen hat. In Ordnung. Nochmal, ich war an dem Tag seit 9 Uhr im Studio. Kommen Sie immer um diese Zeit. Ja, alles nochmal von vorne. Warte, wir greifen gleich nochmal die Uhrzeit an. Ach komm! Reicht es jetzt nicht langsam mit diesem sinnlosen Fragerei, euer Ehren? Die Aussage hat eins eindeutig gezeigt. Die Personen im Wohnwagen hatten nichts mit dem Mord zu tun. Keine von ihnen hätte zu Studio 1 gehen können. Was? Stimmt das nicht, Herr Wright? Wir behaupten doch nicht, dass jemand aus dem Wohnwagen zu Studio 1 ging, oder? Doch. Nun, Herr Wright. Phoenix, jetzt kommt's drauf an. Denk nach, bevor du antwortest. Sagen Sie, dass jemand aus dem Wohnwagen zu Studio 1 ging? Ja. Wenn ich die Person im Wohnwagen nicht verdächtige, ist der Prozess gelaufen.
Herr Powers würde dann auf jeden Fall schuldig gesprochen werden. Das Opfer wurde um 15.30 Uhr umgebracht. Es war genau noch zum Zeitpunkt der Pause. In 15 Minuten ist ein Mord sicherlich möglich. Ja? Ich nehme an, Sie wollen damit sagen, dass... Gut, ich habe den Richter zum Nachdenken gebracht. Gut so. Ach, halt den Mund. Mit Ihnen wird es nie langweilig, Herr Wright. Gut so. Das ist mein Job. Worauf wollen Sie hinaus, Edworth? Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht, nicht wahr? Ja, nur so entsteht ein guter Schüler. Werfen Sie einen Blick in den Gerichtsakte. In der Gerichtsakte, was ist dort? Sie wissen doch, der Weg zwischen den Studios war von 14, 15 und 16 Uhr blockiert. Ich wusste, dass das kommen wird. Miss Monkeys Kopf war auf dem Miss Weg gefallen. Das ist wahr. Zwar fand die Pause des Mädchens im Mondwagen zum Todeszeitpunkt statt, aber der Weg von dort zum Tatort war blockiert, aber man kann doch durch den Wald gehen. Der runtergefallene Kopf von Miss Monkey versperrte den Weg. Na und? Es heißt zwar Miss Monkey, aber Edward hat recht. Und irgendwie möchte ich ihn nicht verbessern. Kein Gegenargument, Herr Wright? Dann haben Sie diese Runde wohl verloren. Ach, scheiße. Hey, du Gerichtsvorsteher. Was siehst du da, hm? Ich glaube, wir haben genug Beweise gesehen. Darum möchte ich Herr Manella aus dem Zeugenstand entlassen. Was? Es ist vorbei? Ja, anscheinend. Aber wir haben ja noch den Jungen. Und, die Vasquez da. Na schön, das Gericht schätzt den Fall folgendermaßen ein. Wir haben erfahren, dass einige andere Personen am Mordtag im Studio 2 waren. Allerdings ist es erwiesen, dass niemand davon zu Studio 1 hätte gehen können. Darum sind sie für diesen Fall irrelevant. Des Weiteren, wenn Sie an das Foto des Stil-Samurai denken, bei der Größe von Kostümen hätte es niemand außer Herr Powers tragen können. Das bezweifle ich immer noch. Das Einzige, was noch fehlt, ist ein klarer Beweis, dass er es war. Hätten wir den, müssten wir Herr Powers schuldig sprechen. Euer Ehren. Die Anklage erklärt erfreut, dass wir einen weiteren klaren Beweis haben. Einen Zeugen. Den Jungen? Wer ist der Zeuge, Herr Edworth? Mein Zeuge sah, wie das Stil-Samurai das Opfer aufspießte. Aha, wer soll das denn gewesen sein? Ruhe im Gerichtssaal, ich verstehe. Das Gericht zieht sich 10 Minuten zurück, danach werden ihre Zeugen anhören. Das Gericht zieht sich zurück. Ach, scheiße. 19. Oktober, 11.04 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagten, Zimmer 1. Was machen wir jetzt mehr, wenn jeder im Wohnwagen ein Alibi besitzt? Es tut mir leid, Phoenix. Ich glaube, ich habe mich geirrt. Mia, sag nicht, dass du aufgibst. Welche Hoffnung bleibt mir denn dann noch? Gar keine? Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich habe noch nie einen Fall aufgegeben, nicht solange es noch eine Chance gab. Aber bei deinem Kreuzfahrer wurde eins deutlich. Die Leute im Wohnwagen hätten nicht ins Studio als gehen können. Ich dachte, dass mehr dahinter steckt. Aber es war ein Irrtum. Man kann doch aber immer noch durch den Wald gehen. Mehr war da nicht. Was wird jetzt aus mir? Irgendwie scheinen alle im Gericht zu glauben, dass ich es war. Sie glauben alle, dass ich ein Mörder bin. Ja, leider schon. Kein Grund zur Sorge, Herr Powers. Doch, jeder Grund zur Sorge. Wenn Sie unschuldig sind, werden Sie das auch beweisen. Das verspreche ich. Überlassen Sie das uns. Seien Sie selbst, seien Sie stark. Sie sind schließlich der Stil-Samurai und helfen für Kinder auf der ganzen Welt. Aber es ist nur eine Rolle, die er spielt. Ich. Sie. Danke. Und er weint schon wieder. Okay, Phoenix. Für die Kinder. Los geht's. Für die Kinder. Was?